Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von SCP-87. Zwar hatten wir in unserem vorhergehenden Video von SCP-87-B ja gesagt, dass die Tonaufnahme und die Videoaufnahme nicht zu verwenden sei, aber ich habe mich nochmal dran gesetzt und habe es jetzt lustigerweise, ich weiß nicht warum, doch noch hinbekommen, sodass ihr im Folgenden doch noch in den Genuss dieses Spiels kommen könnt. Wir können euch nochmal live den Beweis sozusagen bringen, dass wir es tatsächlich bis Etage 105 geschafft haben. Ja, was uns da erwartet hat, das könnt ihr im Video sehen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und jetzt geht's los. Mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Grusel-Horror-Let's Play. Auf meinen Wunsch. Ja, ich habe die große Ehre, mir jetzt SCP anzutun. Wir spielen das erste. Also ich werde es definitiv nicht spielen, aber Juli wollte unbedingt. Ich spiele das erste. Genau. Und ja, dann nach dir. Wir sind schon im Treppenhaus schon. Du darfst vorgehen. Ich bleibe hier und kratze mir die Fingernägel an der Tür blutig, denn ich gehe da nicht runter. Okay. Treppenstufen nach unten. Das Gute an dem Spiel ist, dass man ja keine Ausweichmöglichkeit hat, wa? Ja, ist total toll. Nur nach unten. Bin fasziniert. Das geht gar nicht anders. Egal, was passiert. Nur nach unten. Noch passiert nichts. Wir haben überhaupt keine schöne Angabe. Ist das normal? Was für eine Angabe? Stockwerkangabe. Ich würde ja gerne sehen, bis zu welchem Stockwerk ich komme. Ja, wenn du Stockwerknummern willst, musst du eine Nummer höher spielen. Es gibt ja noch mehrere. Da. Bitteschön. Was soll das sein? Sieht aus wie 10. Ich bin doch schon mehr als 3 gelaufen. Nix, 2. Es knackt im Ohr. Bist du das, der da atmet? Nein, irgendjemand atmet uns in den Nacken. Oh ja. Oh! Das bist doch du! Das bin nicht ich. Ich habe das Gefühl, wir kommen näher. 5. Fängt deine Tonaussetzer. Oh Gott. Ach, du meinst mit mich, mit mir, dass die Spielfigur. Die Spielfigur, ja. Ja, die wird wohl auch haben. Ich weiß noch nicht wieso. Oh. Es passiert überhaupt nichts. Ich finde das so schlimm. Ich weiß nicht warum. 7, oder? 7. Oh, Alter, nimm ein Asthma-Spray, wirklich. Er atmet schwer. Die Treppenstufen nach unten zu gehen ist wohl schwierig. Oh, hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Was? Entweder war es ein Grafikfehler oder der Bildschirm hat geflackert. Ich finde an diesem Spiel ehrlich gesagt noch nichts schlimm. Ich bin ja nicht diejenige, die heute noch alleine nach Hause fahren muss. Die Sache ist die, ich kann ja nur weitergehen. Oh. Deswegen finde ich das. Okay. Deswegen finde ich dieses Spiel so. Was soll ich anders machen, außer weitergehen? Ich finde das Ausweglose so schlimm. Ja, gerade das finde ich aber besser als bei Slendy zum Beispiel. Guck mal ein bisschen weiter nach unten. Ich glaube, da sieht man ein bisschen mehr. Ja. Bin ja auch bescheuert. Wieso sage ich das noch? Ist doch gut, wenn man nichts sieht. Wir wollen es ja eh nachher noch finden. 12. Aber vor allen Dingen, was ist das für ein Gebäude, wo der da ist? Keine Ahnung, das Geländer gefällt mir gar nicht, es ist rostig. Wenn ich da unten gucke, sieht man ja aber auch nicht, auf wen ich so zulaufe. Okay, gut, das war, ja, gut. Das war nur ein kleiner Aussetzer. Ja, das finde ich jedenfalls besser als bei Slendy, bei dem man ja immer noch weglaufen könnte oder in eine andere Richtung gehen könnte und der sich trotzdem irgendwie findet. 14. Sehr spannend. Vielleicht spiele ich danach noch eine Runde. Mal
so schlimm ist. Ich finde das ganz furchtbar. 18. Oh, komm! Wie komm? Soll ich sterben? Deswegen ist es vorbei. 19. Auf zu trinken, Meerschweinchen. Wir nehmen hier auf. Wir brauchen wirklich noch so eine rote Lampe an der Tür. Oh, bitte hör auf, so zu atmen. Ich beiße mir nervös auf die Lippe. Wir sind gleich in der 20. Oh, wieso geht's doch immer so schnell? Ich bin ich nicht. Der fällt hier. Oh, 21 sogar schon. Der fällt gerade die Treppenstufe runter, als wär's nichts.
schlimm? Ja, gleich sind wir in der 40. Ja, 40. So fühle ich mich auch gerade. Ich glaube, wir kommen dem Ganzen näher. Ist da hier auch rot? Ich warte die ganze Zeit auf was Rotes. Ich weiß es nicht. Ach, du hast doch so viele Let's Plays gesehen. Das Problem ist, dass man dann nur anfängt, alles durcheinander zu würfeln. Oh. Auch die Versionen, was? Ja. Was? Was? Wieso? Oh, was? Ich hab... Na... Oh, du wirfst das durcheinander. Achso. Das war nicht aufs Spiel bezogen. Wir sind... Oh. Hab ich's gehört? Es wird dunkler. Oder es kam mir nur so vor, aber ich hatte das Gefühl... Ich hab's auch gesehen. Ja, das war ein Schatten. Den meinte ich nicht. Kannst du alleine zu Ende spielen? Ich möchte bitte gehen. Oh Gott! 44? Okay. Wir kommen langsam der gruseligen Stille näher mit den Schatten. Puh. Ey, dass du das so durchziehst, ne? Auf jeden Fall reißt doch die Maus. 46. Ich finde uns gut. Ja, dich dann. Weiter so. Machst du super. Ich suche halt immer noch die Glühbirne. Ich weiß, dass ich die wechseln muss. Werden die Stufen sind moosig und feucht. Es tropft immer noch. Okay, gut. Braves Programm. 47. Wieso habe ich eigentlich gesagt, wir spielen das? Es knistert. Im Ohr. Mir wird auch schon ganz kühl. Jetzt bestimmt modrig hier. Kann's jetzt bitte zu Ende sein? Ich kann nie mehr. Du bittest um meinen Tod. Das finde ich nicht nett. Bist ja nicht du, ist ja ein Mann. Stimmt. Aber guck mal, wir sind so gut. Vielleicht finden wir das Ende. Oh, das ist wieder ein neues Geräusch. Von dem Ende, wo es kein Ende gibt. Ich hab mich fast nicht erschreckt. Schattenhände greifen nach uns. Ich mach nur jemanden nach. Wen? Kann ich dir nicht sagen. Den Master of Disaster. Und einen anderen Multiplayer. Bärtig, groß. Ja. Genau so eine Memme. Wie ich. Wer hat es so ähnlich gespielt? Wie ich jetzt hier. So ein bisschen. Er hat sich nur nicht so schön erschrocken. Ich habe noch nicht auf die Etage geachtet. Müsste ich mal wieder machen, damit ich auch weiß, wie welcher Weg. Ja, bis gleich. Marsch! Sag mal. 53. Also ich muss sagen, ich fand das den anderen Teil gruseliger. Den kann ich nicht. Nein. Naja, nicht heute. Vielleicht nicht heute. Never ever. Vielleicht nicht heute. Nie. Vielleicht nicht heute. Nie. 55. Leute, ich brauche irgendwas zum Knuddeln. Das geht so nicht. Bitte nicht krasse Schweine. Ich mich hier gerade in meine Schreibtischplatte. In die man sich nicht krallen kann, weil sie aus Holz oh, ist. Oh doch. Wie lange spielen wir das jetzt schon? Ich weiß nicht so genau, aber es wird ein sehr schönes Video. Na, 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 jetzt hör halt auf mit diesen Aufsätzen. 57, es wird irgendwo dunkler irgendwie ringsrum, ne? Man sieht nicht mehr so richtig viel. Ist mir egal. Ach, siehst du, schau ist an. Ist alles egal. Na, dann ist doch gut. Ich will nach Hause. Bist du doch. Ach Gott, ich kann heute Nacht nicht schlafen, ne? Ach, klar. Was den schönen Film an? Benjamin Blümchen-Kassette. Bibi Blocksberg. Nee, die zaubert, die ist auch gruselig. So. 59. Wir sind echt gut. Ich kann nicht mehr. Das war eine gute Entscheidung, das noch zu spielen. 60. Ich komme mir tapfer vor. Und doch ein bisschen verrückt, aber... 61, das Deo versagt. Mhm. 62, die Frisur sitzt.
nochmal dunkler. Sehr spannend. 63. Das dunkle Reich. Ey, jetzt ohne Scheiß, wie lange geht denn das noch? Das gibt's doch nicht. Kann ich es dir nicht genau sagen. Ich glaube, es ging bei den anderen nicht so lange. Deswegen sage ich, wir sind gut. Ich guck einfach nicht mehr hin. Ich guck nicht mehr hin. Ach komm. 65. Ich will schon wissen, in welcher Etage ich sterbe, wa? Also der nette keuchende Mann hier. Wenn's nur mal so weit wäre, damit's vorbei ist. Ist wie bei einer Zahn-OP. Raus damit, dann ist weg. Blinddarm. Zum Beispiel Galle. Auch sehr schön. Sind wir schon bei 66? 67. Alter. Ey, wenn du wüsstest, wie angespannt ich bin. Mir geht's echt tatsächlich schnell gut. Ich suche Kopf.
Körperkontakt. Es wird dunkler und dunkler. 85. Von jetzt irgendwie da reicht es aber auch mal. Ganz weg war 86. Da war gerade ganz dunkel für kurze Zeit. Oh Gott. Ich glaube, das ist die längste SCP-Session, die es jemals irgendwo gegeben hat. 87. Sag doch, wir knacken das Spiel. Bärtiger große Typ meinte, er war mal in die 40er gekommen, habe ich das richtig im Ohr? Irgendwas in den 42 oder? Nee, er meinte doch nur irgendwas mit 60, glaube ich. Ja, gut. Aber er hat ja, glaube ich, nicht das gespielt, er hat ja das andere gespielt, eine Erweiterung gespielt, ja. Oh, es war mal wieder heller. Der große Bärtige. Weiß auch keiner, wer gemeint ist, nein. Naja. Mr. G. Punkt. 90. Okay, das klingt jetzt auch blöd. Ein bisschen. Es wird ein bisschen heller, oder habe ich nur das Gefühl? Nein! Gut. 91, wehe, du brichst ab. Nicht abstürzen, Programm, nicht abstürzen. Wir wollen noch in die 92. Okay, also langsam. Muss sogar ich eingestehen, dass jetzt was passieren könnte. Also ich bin immer noch angespannt, aber ich hätte jetzt gern mal, es wird irgendwie jetzt mal jetzt tönig und hackend. 93. Das Programm rechnet sich gerade aus, wann es uns sterben lässt. Ja. Ein Wind heult. Das Gemäuer 94. Ich versteck mich mal. Dann kriegt's dich zuerst. Kriegt's ja sowieso. Ich spiele ja mit ihm. 95. Ey, vor allen Dingen die Kollegen einer bekannten Spielezeitschrift, die auch einen Let's Play-Kanal haben. 96, ja. Bei denen ging das viel schneller. Das nervt mich, dieses Gehack. Das nervt wirklich jetzt langsam. Das könnte sich mal einkriegen. Ich möchte weiterspielen. Halt mal kurz an, vielleicht kriegt er dich nicht, weil du irgendwie zu schnell bist oder so. Was? Haki, haki, haki. Weil ich zu schnell bin. Ja, hallo. Ich gehe weiter. Sollst mich doch nicht kriegen, ist mir auch egal. Das nervt. Tierisch. Hallo? Wir sind einfach schon zu weit. So weit ist das Spiel gar nicht geplant. Lass mich ihn kurz verschnaufen. Ich höre Schritte. Was raschelt denn da? Ich gehe mal noch eine Etage weiter. 98. 99 ist so eine schöne Zahl, die reizt mich. Bei 100 können wir eigentlich Schluss machen. 99. Frau Kinders. Es hackt nicht mehr. Anscheinend haben wir genug Pause gegeben. Der Beweis. Oh Gott. Wir sind so gut. Aus der Tiefe.
3. Es flasht mich nicht. Da kann er jetzt keuchen, wie er will. Da kann er keuchen, wie er will. Das interessiert uns nicht mehr. 104. Was Besseres her. Oh Gott. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.